Ja gut, dann ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch, dem besten Spiel, was Blizzard zu bieten hat. Guten Tag. Ja, bin vielleicht ein bisschen zu alt auf Overwatch, aber was willst du machen? Neffy, hast du Blue sind dabei. Activision Blizzard entlässt voll viele Leute, ne? Roadhog, ja, naja, also wenn du achtmal dasselbe Event machst, gerade letztens also wieder... Es ging ja nicht nur um Overwatch, allgemein entlassen die voll viele Leute. Ja, was willst du denn machen? Hearthstone auch immer dieselben Events. WoW. Leute, wenn du so Facebook liest, ist das immer so. Er kommt davon, wenn du Mobile Games machst. Hä? Hä? Ach so, das ist, weil die hier Diablo Mobile machen, ne? Ja, also die Leute sind immer noch pissed, weil sie Diablo Mobile machen. Und dann kommt die Meldung: Diablo, Activision Blizzard entlässt Leute. Und dann, ja, kommt davon, wenn ihr Mobile Games macht. Mobile Games brauchen anscheinend nicht so viele Entwickler. So, weißt du, so voll dumme Kommentare. So, was zur Hölle? Ja, also Mobile Games sind ja auch mittlerweile ein bisschen verpönt. Nee, eigentlich werden die immer gefragter, weil... Also rein spielermäßig sind die super gefragt. Ja. Oh oh. Alter, der Heal ist real hier bei dem Genji. Die kommen jetzt auf den Punkt, Mercy und Hanzo. Oh, die Wand ist geil. Oh, Jesus. Fuck. Oh, was? Der Hanzo hat mich durch die Wand erschossen. Halt an. Halt an. Nee, was willst du machen bei Blizzard? Okay, was willst du machen? Ich finde, also ich bin wirklich enttäuscht von den ganzen Events, die Overwatch machen. Ja, Overwatch behandeln die total stiefmütterlich. Mir hat auch einer in die Kommentare geschrieben, in der letzten Folge hast du gesagt, Overwatch wäre tot. Da habe ich drunter geschrieben, ja, wenn die so weitermachen, ist das bald auch so. Jetzt startet die neue Season OWL, so weißt du? Und niemand interessiert das. Ich habe letztens geschrieben, kein Bock mehr auf Overwatch. Ja, dann hör halt auf, es zu spielen. Nee, aber es ging um den Zenyatta, der dann keinen Bock mehr hatte. Und dann geliebt ist. Ja, es ging nicht um uns, aber die Leute dachten, es geht um uns. Ah. Habe ich sie gebaitet, die Leute. Wow. So bin ich nämlich. Bin auf die Klicks angewiesen. Ein kleiner Baiter. Baitemann und Söhne. Baitemann und Söhne ist eine neue Firma. Nee, viel ist auch mit dabei. Ich bin Marketingleiter, ja. Das ist ein Familienunternehmen. Was? Ja, wir sind doch Brüder. Oh, im Geiste. Woher kennst du Gorobai? Ja, wir sind Geschwister. Ja, von meiner Mama kenne ich die. Der war auf einmal da. Ist das jetzt, ist das eigentlich missweisend dann, dass wir Geschwister sind? Missweisend, dass wir Geschwister sind? Ja, ich meine, als wir unsere Liebe gestanden haben und... Auf, was war das? Elitepartner.de, ja. Es war Elitepartner.de. Parship mache ich nicht. Deswegen waren wir auch zum ersten Mal zusammen auf YouTube in einem Minecraft-Projekt, weil wir haben auf Elitepartner.de damals angegeben, dass unsere Präferenz Minecraft ist. Oh, gee. Es war eigentlich so ein Tinder-Minecraft-Date. Das war ein Tinder-Minecraft-Date damals, ja. Als ich dir eine Dia-Schaufel gemacht habe. Die Schaufel hat's besiegelt. Nee, die Schaufel hat nichts gebracht. Die Dia-Schaufel ins Glück. Stop that, Widow. Als wäre es gestern gewesen, ja. Ja, ja. Ja, ja, die Pest. Oh, mein Herz juckt, Alter. Mir stirbt keiner weg. Oh, wir werden alle sterben. Ash ist hier hinten. Oh, ich wollte auf mittlere Maustaste markieren. Ping. Oh Gott, hier sind ja alle. Oh, oh, warum kann man denn Overwatch eigentlich nicht machen? Nicht ping. Wäre es nicht super zu pingen und zu sagen, wir sammeln uns hier? Ja, die Leute, das kann Blizzard ruhig klauen, sowas. Ich glaube nicht, dass das bringen würde. Was? Die Leute ignorieren. Der Hanzo hüpft zu viel rum. Gut, die Leute in Overwatch ignorieren sowieso alles. Da kannst du auch im Voice-Chat sein und mit den labern, die ignorieren aus. Ja, das letztens, ist so. Letztens doch auch in der letzten Rank-Folge bei Neffy und mir. Was war da nochmal? Welche Map war das? War das nicht auch Blizzard World? Auf Blizzard World, ja, was war da? Dann haben wir gesagt, hier sammeln und die sind wie Schafe reingelaufen, ne? Ja, genau, die sind immer die ganze Zeit reingelatscht. Komm, wir sammeln uns. Okay, ich lauf rein. Wie bewegt sich dieser Hanzo? Ja, der Hanzo ist echt schlimm.
Ich will nicht nochmal Rothog. Rothog ist doch mega. Ja, wenn man nicht Verteidigung spielen muss, ist das mega. Ach ja. Ist klar, Mercy! Komm, stirb. Halt aufgeräumt. Okay, die Mercy ist low. Das ist so Banana Cake. Das ist so Banana Cake? Was bedeutet das? Easy? Eigentlich nomsig? Was? Ist das süß und nomsig? Nomsig? Lecker? Lecker, Schmecker? Das heißt frisch und lecker wie vom Bäcker. Aber wie waren denn jetzt die Burger eigentlich? Ach so, stimmt. Naja, ja, das war halt so. Also, was ein Cliffhanger jetzt. Oh Gott. Das Problem war halt, dass wir die Brötchen verkackt haben. Also die Brötchen waren scheiße. Ich fand die Brötchen gar nicht so schlimm, trocken, aber du war halt trocken oder nass Hefe? Nass. Was nass? Was? Teig? Nass Teig? Was? Nasse Hefe. Also Hefe halt im Block oder trocken? Ja. Ja, Block. Aber dann müsste es doch eigentlich geil sein. Das geht doch total mega viel auf. Nein, bei uns irgendwie nicht. Wir haben da irgendwas falsch gemacht. Ja, an einen warmen Ort gestellt. Ich arbeite halt nicht viel mit Hefe, ich fühle mich da nicht gut aus. Ich bin kein Freund von Hefe, ich habe Angst vor Hefe. Auch die Widow konzentriert sich gerade nur auf mich, weil ich sie die ganze Zeit getötet habe. Da laufen 5 Gegner rum. Und im Hintergrund macht sie mich. Wir verlieren nicht. Der Genji muss sterben. Oh, Jesus. 3 Minuten, der Genji rasiert hier. Die Widow steht da hinten halt einfach und chillt für den Base. Komm. Nice. Oh no. Man muss auch einfach sagen, wir ranten so viel über Overwatch, weil uns das Spiel am Herzen liegt. Ich mag es ja auch. Ich mag es auch. Aber ich finde, einige Sachen sind halt... Es ist halt traurig, dass die das so fallen lassen wieder. Wieso sagt ihr, dass sie es fallen? Weil die Events nichts mehr kommen. Oder hast du bei den Events noch konzentrieren Spaß? Konzentrieren sich auf andere Dinge. Auf was denn? Auf was denn in Overwatch? Genji oder was? Auf... Die Overwatch League und shit. Ja, das bringt genau. Aber den normalen Spielern nichts. Ja, das ist halt, ne? Wenn jede Season eine Overwatch League, ne? Und wenn die nur noch auf die Overwatch League, dann braucht keiner mehr spielen. Die Overwatch League kaufen keine Lootboxen. Jedem das sein, jedem das meine. Natürlich, es ist auch deren Spiel, aber es ist halt. Nimm mal auf mit dem scheiß Dynamit. Es kommen halt neue Spiele, die da mehr Spaß machen. Ja, ich meine, das ist ja normal. Das ist halt der normale. Ja, man muss es nicht. Ich würde gerne Overwatch weiterspielen. Ich hatte noch nie ein Spiel, das ich so lange gespielt habe wie Overwatch, also. Football Manager. Nice Dragon, sagt er. Aber da kommt auch jedes Jahr Neues. Aber da ist wenigstens noch hier. Die arbeiten noch mit dem Spiel. Die arbeiten. Die probieren auch mal neue Sachen. Ja, dasselbe rauszubringen. Na, die verändern auch Sachen. Ah, ja. Und was macht Overwatch? Ist dann ein neuer Spieler drin? Weißt du, patchen Brigitte rein und sagen, oh, Goats haben wir nicht kommen sehen. Das hat mich jetzt überrascht. In dem Tonfall. Oh. Goats haben wir nicht kommen. Ich bin umgerannt. Wer hat dich umgerannt? Bob, ja klar, Bob, wenn Bob dich rammt, macht das Damage. Oh, meine Turrets! Ja, jetzt kriegen sie den Punkt. Außer der geht noch was drauf. Punkt, weil Bob da in der Ecke stand. Goat? Wie? Hä? Brigitte zu stark? Was vor allem lustigerweise ist Goat immer noch nicht. Ja, dann nerf wir Brigitte. Okay, hat nicht gereicht, nerfen wir sie nochmal. Nochmal. Okay, wir machen Reaper stärker. Goat geht weiter. Ah, scheiße, Reaper noch stärker. Der Reaper-Buff ist eh der lächerlichste Patch, den sie gemacht haben. Naja, die haben halt Reaper stärker gemacht, aber. Der ist halt jetzt nur stärker in Situationen, in denen er sowieso schon gut war. Und halt ist immer noch genauso counterbar wie früher auch. Ja. Also, okay, halt, wir spielen trotzdem Goats. Ach, Brigitte funktioniert immer noch? Naja, gut. Na, okay. Dann patchen wir sie raus. Außerdem, die haben so einen Hype mit der Story gehabt. Und mittlerweile kommt dazu nichts mehr. Der Story haben die nichts gemacht mehr, ne? Das ist so. Nie. Jeder will Hype? Fucking mehr Story jeder, aus Overwatch jeder haben. Wollte mehr Story haben. Und jetzt bringen die nicht mal mehr irgendwelche Comics raus. Das war schon das Lächerlichste, aber mittlerweile würde ich mich freuen über einen Comic. Und was machen die? Bringen Comic zu Ana raus, wie sie früher ihr Dings getroffen hat. Wow. Also auf jeden Fall, das ist die Story, die ich haben wollte. Doch. Okay.
ist vielleicht ein Problem für mich. Also ein persönliches Problem. Oh Gott, der Reinhard hat mich geboxt. Nein, sie haben verloren, sie haben C9. Ehrlich jetzt? Ja. Oh mein Gott. Also vielleicht ist das ein Problem, was ich persönlich habe, dass ich die Ana Star. Where's people? Where's people? I'm so sad. What the fuck? Letter number. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber die hätten. Ich finde das Spiel ist immer noch genauso gut. Was ist mit dem Hanzo, Alter? Ein Schuss, ein Treffer. What the fuck? Ja, der war ein bisschen ekelhaft. Hanzo. Also du findest das Spiel immer noch so wie früher? Abgesehen davon, dass die Leute immer ekelhafter werden. Eben, die Leute werden halt auch immer ekelhafter. Aber das kann man halt nicht verhindern. Hast du aber in jedem Online-Game. Online ist. Ja, eben. Wenn du keine ekelhaften Leute brauchst, brauchst du Spiele, die du online spielen kannst, wo andere rumlaufen, du aber nichts mit denen zu tun hast. Bei Dota sind die auch ekelhaft gewesen später. Das passiert halt, da kann man nichts wirklich tun. Du hast halt Arschlöcher im Internet, das kann man nicht verhindern. Solche, okay. Ja, da machst du nichts. Aber ich weiß nicht, die Events, weißt du, Year of the Pig jetzt, ja. Wow, zum dritten Mal in Folge das Neujahrsevent, yay. Ich freue mich schon wieder aufs Ich freue mich schon wieder auf die Summer Games, ehrlich. Ist das nächste also Summer Games oder Aufstand? Endlich wieder Lucio Ball. Aufstand ist das nächste. Ja. Und dann Aufstand kommt wenigstens wieder schlimm. Neue Story. Hoffentlich. Denkst du? Ja, PvE. Das ist immer eine PvE-Story. Also da werden sie mal was Neues machen. Da kam das ist ja jetzt Archiv. Weil jetzt immer eigentlich dann ein neueres Story-Ding kommen sollte. So habe ich das verstanden. Genau. Also, ich die Archives. Genau, das haben die gesagt. Aber da kam ja sagen beim auch, ersten Mal die sagen auch, Torbjörn, dass wenn du erst mit dem Spiel anfängst, musst du die anderen beiden Events oder anderen beiden Modi auch noch spielen. Ja, aber die behalten sie ja bei den Archives. Das war ja so geplant, dass in den Archives immer mehr PvE dazukommt, dass du jede Story spielen kannst in den Archives. Was ich auch blöd finde, dass die besten Modi im Arcade immer rausrotieren. Welche? Ja, 3 gegen 3, 6 gegen 6 Deathmatch, solche Sachen. Das spiele ich nie. Ich spiele immer noch Mystery Mystery World. Und das bleibt immer drin. Oder und dann bringen sie in dem Event hier, in dem Luna-Event, ja, Capture the Flag ist wieder drin. Ja, Capture the Flag ist jeden Monat drin. Ja, ich hasse Capture the Flag. Capture the Flag ist jeden Monat im hier Dings drin. Oder ja, das Weihnachts-Event. Beim Weihnachts-Event war wieder May Snowball-Scheiß und Yeti Hand. Zum dritten Mal. Yeti Hand war zum zweiten Mal. Wow. So, ich glaube nicht, dass sie bei Archives ein neues Event machen. Statement jetzt, die bringen dasselbe. Nein, Event doch, sagen, da kommt ein neues PvE. Wenn sie das nicht machen, haben sie ganz verkackt. Also, sie haben gesagt, das würde so laufen. Deswegen haben sie es ja umbenannt von Aufstand in Archives, weil das jetzt immer ein neues sein soll, ne? Aber ja, das finde ich, also, ich wünsche, die würden mal wieder einen neuen Modus sich ausdenken. Neuen Modus, schön. Neues Event. Ein neues Event brauche ich nicht unbedingt. Ich finde die Events ist gut. Bessere Skins? Also die Skins dieses Mal beim Luna-Ding sind ja absolut lächerlich. Das finde ich überhaupt nicht. Die haben 6-mal denselben Skin gemacht für verschiedene Das sind historische Figuren. Die sahen halt so aus. Ich finde das toll. Ich liebe das. Und beim Weihnachts-Event war auch schon keine richtige Erneuerung von den Skins. Moira hat eine Tasse in der Hand. Guck mal hier, kannst du kaufen, das ist eine App-Figur. Aber die hat keine Tasse in der Hand, die hat die Ehrenmeierkolbe in der Hand, weil sie Moira ist. Wie viel hast YouTube? Wenn ich das auch schon wieder lese, Alter, krieg ich schon wieder Plack. Das hatte ich aber in Apex auch schon. Was? Krieg Apex hat mich auch schon einer gefragt. Plack. Ob du der Echte bist? You're the real boy. Guck mal, vor allem du schreibst dann immer, aber dich erkennen sie nicht. Das ist jetzt ganz schön hier. Die haben noch nie gefragt, obwohl doch einmal hatten wir das, ob das der echte Goraba ist. Oh, da war eine Krieg dann immer, wenn ich mich darüber aufrege, kriege ich immer die Kommentare, ich finde dich viel toller, Goraba. So, deswegen. Weißt du, das finde ich dann toll, Fishing das finde ich dann gut, weißt du, das finde ich dann super. Eigentlich mag ich den Goraba viel lieber. Ja. Kann ich auch verstehen. Jeder mag mich lieber, außer du.
Aber das ist eher so. Ich meine, das ist so im Kopf. Beziehungstechnisch Vertrag, bedingt. Das ist, Lu möchte halt wieder Burger essen demnächst, deswegen. Ich möchte einen Burger mit richtigen Brötchen. Burger mit richtigem Fleisch. Wann macht ihr das wieder? Wann macht ihr wieder Burger? Es war halt ziemlich viel Arbeit. Es war sehr viel Arbeit mit den Brötchen und. Also die Patties. Also ich habe das auch schon mittlerweile ein paar Mal gemacht. Ne? Mit den Bohnen quetschen, zerdrücken und Paprika. Ja, also Bohnen habe ich nicht zerquetscht. Ja, ich habe normales Hackfleisch genommen. Ja, das dauert ja nicht lang. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so anstrengend wie die Brötchen, die dann schiefgelaufen sind. Also. Du musst mal hier diese Bohnenpatties machen, die fressen Zeit, ey. Ja, aber wenn ich Burger esse, dann kann da ruhig Kuh drin sein. Oh jeez, ich bin tot. Nein, Quatsch. Ich esse ja zwischendurch keine Tiere. Ich esse zwischendurch ja auch mal fleischlos. Gerade letztens wieder, also vorgestern, ein fleischloses. Was macht Hanzo für Brandgeräusche? Nudelgericht. So, fick die Henne, Alter. Nee. Fick die Henne. Das gefällt der Henne, glaube ich, nicht so gut. Hier ist Ash irgendwo. Ich ping mal kurz. Hab ihn. Oh, wieder. Ist er erstaunt? Sie hat mir den Kill geklaut. Was ist denn doofe Kuh? Secured hat sie den. Nie geklaut. Kill secured. Das war meiner. Das war meiner. Das war meiner. Ich hatte den. Da kommt ein Soldier. Ja, ja, ja. Nicht kacken, geh weg da. Das sieht echt so aus. Das sieht aus, was ich in die Hose geschissen hätte, ey. Let the dragon come soon! Ah, der Rotok ahnt noch nichts von seinem Glück, hast du gemerkt? Siehst du? Ja. Naja, was der war abgelenkt von der Cinematics bei Overwatch. Wann kriegen wir wieder ein gutes Cinematic? Weiß nicht. Hatten wir nicht erst ein Cinematic? Ja. Cinematic? Zu BlizzCon. Auf der Gamescom. Doch. Auf der Gamescom war das letzte, glaube ich. Keine Ahnung. Achso, das ist BlizzCon gewesen. Ich habe kein Zeitgefühl. Die BlizzCon ist wann? Im Oktober? September, Oktober? Ne, warte mal. Im August ist die Gamescom, ne? Dann ist ja, die BlizzCon. Die BlizzCon war im November. BlizzCon November. Ich hab die Tracer mal weggebumst. Und vor allem im letzten Cinematic öffnen so die Tore für noch mehr Story. Der neue Held! Der neben Ash dann noch vorgestellt wurde. Wann kommt der? Ja, der kommt nie. Der Roboter, ich will den haben. Ja. Das wird ein Supporter, vielleicht ein cooler. Ah, Hauptsache, sie bringen jetzt erstmal Paris raus. Das ist eher wichtig. Noch jo, Paris ist hübsch. Die Map habe ich noch nicht einmal gespielt, by the way. Ja, Paris finde ich, ist eine coole Map, ist eine schöne Map, aber es ist halt. Aber weißt du, du willst was Neues und jetzt bringen sie was Neues raus, halt eine Map. Aber Maps sind nicht befriedigend. Maps sind ja nicht befriedigend. Aber wieso? Wir kriegen im Ranked eh immer Route 66. Wir sehen eh genau, eine Map. Route 66 kriege ich eh immer. Ilios und Route 66. Also diese Zwei-Punkte-Map, das ist wie Tempel des Anubis und Volskaya. Die sind eh scheiße. Das ist eine 2CP-Map. Ja, ja, es ist ne. Ich hab grad probiert. Die sind eh blöd. Eine Payload, aber da war keine Payload. Nee. Ja, da war keine Payload. Ich hätte gerne eine Payload. Ich mag Payload-Maps. Ja, ich mag Payload auch lieber. Payload oder die hier finde ich auch nicht schlecht. Die, wow, eher so. King of the Hill. Haben wir jetzt schon irgendwie mehrere bekommen. Ja, nice. Ja, die sind glaube ich auch einfacher zu machen. Die 2CP-Maps? Ne, die hier. Ne, hier Capture. So. Ja, die sind easy. Du musst ja nur zwei Punkte reinklatschen. Oder einen. Du brauchst ja drei Maps. Ja, drei Versionen. Aber die müssen kleiner sein als die anderen. Oh, die anderen müssen glaube ich größer sein. Die hier sind ja. Dicht. Man muss ja mal sagen, wir meckern ja immer mit Zuschauern, wenn die auf Deutsch schreiben. Einmal Lob, dass sie auf Englisch schreibt, dass das wenigstens nicht so krass auffällt. Lob. Vielleicht können die nur Englisch und üben Deutsch mit deinen Videos. Das wäre traurig. Das halte ich für keine Idee. Nee, ich auch nicht. Damit werden die nicht glücklich. Oh, wow. Oh, nein! Oh. Oh, das war unangenehm. Nein, ne Map ist okay. Paris finde ich auch toll. Neuer Hero ist ja eh immer broken. Deswegen brauchen wir eigentlich auch keinen neuen Hero. Ich möchte mehr Lore. Mehr Story. Lore. Lass mal ein paar Charakter sterben oder mal richtig sterben. Ändern. Sterben? Mercy ist doch schon tot. Willst du, dass sie Mercy lässt? Nein. Ne, nicht Mercy. Brigitte, die ist doch kaputt. Ich finde Brigitte überhaupt
Dann bringst du ein Cinematic raus, wo Reinhard Brigitte auf den Kopf setzt und dann ist er tot. Was? Ist sie tot. Oder sie versucht Torbjörn zu retten, oder. Ich werde revived. Hammer nice. Face am Punkt. Face hallo. Die haben Torbjörn hinter uns. Oh, das hat mich fast umgebracht. Ja, ist gut, dass du in meine Richtung sprichst. Aber ich habe sie noch getötet. Ich hab Torbjörn noch getötet. Der Linus so lol. Okay, gut, vielleicht nicht sterben, aber vielleicht sollten die mal ein bisschen so eine sammeln. Körperliche Veränderung. Hanzo sollte einen Arm verlieren oder so. Und dann so einen Roboterarm haben. Hat er nicht schon einen? Ja, weiß genau. Und dann. Nee, hat er nicht. Und dann bringen die. Oder hat Hanzo? Nee. Nee, Hanzo hat Chicken Legs. Und dann bringen die da ein. Genjiro? Ein Cinematic raus oder so dazu. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Overwatch machen muss. Ich auch nicht. Was anderes als jetzt. War auf jeden Fall mal wieder eine saubere Hanse-Runde. War auf jeden Fall mal sauber, dass wir die letzten 4 Runden gewonnen haben und ich 4 Helden spielen durfte. Nice. Legende. Hammer nice, Alter. Nice. Nice-diger nice. Auf jeden, Digga. Lol. So. Muss los, Bruder. Bis dann. Muss groß. Bruder, muss groß. Muss los. Muss groß. Muss los, Bruder. Oh Gott. Das war ja mal wieder nix, ne? Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao. Bye. Tschö.